Da geht es weiter. Mein erster Part als Arbeitsloser. Wo jetzt hier Saisonvorbereitung, da kann mir doch jemand hier mit Sicherheit einen Job anbieten. Neapel gewinnt die Champions League gegen Chelsea im Elfmeterschießen. Wolfsburg bietet mir nochmal einen Job an, sie sind abgestiegen. Haben aber immer noch einen starken Kader hier, obwohl jetzt wahrscheinlich viele Spieler gehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Diego und so zweite Liga spielen. Aber die sind hartnäckig an mir dran hier. Der Klaus Allofs, der will mich. Holt ja gerne mal ein paar Bremer zurück. Als Option halte ich mir jetzt auch noch. Jetzt ist da gerade irgendwie Weltpokal ausgetragen worden. Ich habe jetzt gerade gar nicht gecheckt, wer gewonnen hat. Oerning ist der Trainer des Jahres. Michael Oerning. Ich erinnere mich an den genialen Fake-Twitter-Account von Michael Oerning, wo nur geile Sprüche zitiert wurden, der dann aber aufgrund von Spaßbremsigkeit eingestellt werden musste. Den sollte dringend mal jemand reaktivieren. Das war Comedy Gold vom Allerfeinsten. Toni Kroos, das Clairasil-Werbegesicht, ist Fußballer des Jahres 2014. Thomas Müller ist Europas Fußballer des Jahres. Und ja. Die Weltmeisterschaft beginnt. Was haben wir denn hier für schöne Außenseiter, auf die ich jetzt mal, denen ich jetzt mal die Daumen drücken kann? Ich drücke jetzt einfach mal Aserbaidschan die Daumen. Die haben schon ein Unentschieden geholt im ersten Spiel gegen Australien. Wo ist hier Aserbaidschan? Oh, noch ein Unentschieden gegen Österreich. Die werden Weltmeister, ich sag's euch. Okay, sie verlieren gegen Venezuela und scheiden aus. Boop. Was haben wir denn hier noch? In der ersten Gruppe, Holland und Serbien sind weiter. Paraguay und die Republik Korea sind draußen. Türkei und Schottland sind weiter. Peru und Japan fliegen. Griechenland und Deutschland sind weiter. Bolivien und Ägypten scheiden aus. Polen und die Elfenbeinküste sind weiter. Spanien und USA sind draußen. Spanien ist hier raus, das ist doch krass. Tschechien und Italien sind weiter, Senegal und Jamaika sind weg, Portugal und Tunesien haben die nächste Runde erreicht, Ukraine und Costa Rica können nach Hause fahren, China und Russland sind in der K.O.-Phase, während Uruguay und Saudi-Arabien weg sind, Venezuela und Österreich sind noch im Rennen, während Australien und Aserbaidschan nach Hause fahren. Türkei gegen Serbien, Niederlande, Schottland, Griechenland, Elfenbeinküste, Polen, Deutschland, Portugal, Italien, Tschechien, Tunesien, China, Österreich, Venezuela und Russland. Wer wird Weltmeister? Ich möchte übrigens nochmal betonen, dass Schalke soeben deutscher Meister geworden ist. Wer hätte das gedacht? Türkei schlägt Serbien. Holland schlägt Schottland. Griechenland in der Verlängerung 3 zu 1 gegen die Elfenbeinküste. Deutschland schmeißt Polen raus. Portugal schmeißt Italien raus. Tschechien verliert gegen Tunesien. China verliert gegen Österreich. Und Venezuela verliert gegen Russland. Jetzt haben wir Türkei gegen Griechenland. Holland gegen Niederlande gegen Deutschland. Tunesien gegen Russland. Und Portugal gegen Österreich. Türkei verliert gegen Griechenland. Niederlande verliert in der Verlängerung gegen Deutschland, Tunesien verliert gegen Russland und Portugal verliert in der Verlängerung gegen Österreich. Haben wir tatsächlich Österreich hier in einem WM-Halbfinale? Deutschland gegen Russland, Griechenland gegen Österreich. Jetzt könnte auch eine Europameisterschaft sein, nur noch europäische Mannschaften im Halbfinale. Deutschland gewinnt 2 zu 1 gegen Russland und Österreich in der Verlängerung 2 zu 1 gegen Griechenland. Das Finale der WM ist Deutschland gegen Österreich. Ach du meine Güte. Und Deutschland ist Weltmeister. 2-0 Sieg gegen Österreich. Tore haben Hummels und Götze gemacht. Ist mir jetzt aber trotzdem relativ scheißegal. So, 5-Jahres-Wertung kann mir jetzt vereinsloser Trainer erstmal Schnuppe sein. Und wenn ihr seht, dass ich mich hier ein bisschen gleichgültig durch die Menüs klicke, dann liegt das auch daran, dass mir das Geschehen hier gerade ziemlich am Arsch vorbeigeht. Ich kann auch jetzt aber gar nicht sehen, auf welchem Platz Werder am Ende gelandet ist. Das finde ich jetzt scheiße, dass ich keine Tabelle abrufen kann. Ich habe da immer noch ein paar hunderttausend auf dem Konto, als wäre ich jetzt ein Mensch, der hier im Knast sitzt und noch nicht mal eine Tageszeitung bekommt. Ich weiß überhaupt nicht, was hier gerade Sache ist. Teilweise zumindest. Ich weiß, dass Stuttgart hier gerade UEFA-Cup spielt. Ich weiß, welche Spieler wechseln, aber ich kann auch nicht mal sehen, auf welchem Platz Werder jetzt am Ende gelandet ist.
Also ich meine damit, mir ist das hier egal, weil ich jetzt keinen Job habe. Ich muss mich hier gerade nicht brennend dafür interessieren. Ich bin jetzt heiß auf einen neuen Job. Das ist jetzt das Wichtigste. Stuttgart schmeißt Slavia Sofia raus. Dortmund und Stuttgart im Recap. Sieht so aus, als hätte Werder es wohl nicht geschafft. Ich erinnere an das 1 zu 7 gegen Eintracht Frankfurt. Nachdem sie mich rausgeworfen haben. Stuttgart gegen Stade Rennes hier und Cluj gegen den BVB. Spieler werden ja auch fleißig ausgetauscht. Und jetzt mitten in der Saisonvorbereitung sollte ich doch jetzt mal einen neuen Job kriegen. Weil wenn ich die Saisonvorbereitung hier nicht mitmachen kann, dann wäre das nicht so von Vorteil. Ich glaube auch nicht, dass jetzt während der Saisonvorbereitung da noch wer seinen Trainer entlässt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich bis zum Saisonstart warten müssen, bis ich einen neuen Job kriege. Das ist natürlich scheiße. Wolfsburg hat mir ja mehrmals richtig gutes Geld geboten. Und in die zweite Liga würde ich auch durchaus gehen, aber ich warte dann mal ab, bis hier die nächsten Angebote eintrudeln. Stuttgart schmeißt Stade Rennes hier raus. Dortmund fliegt gegen Cluj raus. Stuttgart spielt jetzt gegen Rapid Wien. Paderborn könnte mir doch ein Angebot machen. Da würde ich ohne Bedenken sofort unterschreiben. Stuttgart verliert gegen Wien das erste Spiel. Und auch das zweite. Jetzt fang doch mal an hier. Ich möchte einen neuen Job haben. Jetzt gehe ich. Jetzt werde ich Pro-Wrestler. Champions League Quali. Bayern gewinnt 1 zu 4 gegen Admiral Wacker. Leverkusen, die sind scheinbar eingebrochen, dass sie hier nur Champions League Quali spielen, verlieren gegen Larnaca mit 2 zu 1. Ligapokal Deutschland. The Cup of Irrelevance. Bayern wirft Hoffenheim raus. Leverkusen eliminiert. Greuther führt. Im Halbfinale spielen Bayern gegen Schalke und Leverkusen gegen Düsseldorf. Düsseldorf, die hatten mir auch kürzlich noch ein Angebot gemacht. Ja, Werder, werdet immer sehen, was ihr davon habt, mich einfach rauszuwerfen. Es wird euch nicht besser gehen. Bayern schmeißt Wacker raus und Leverkusen setzt sich in einem packenden Elfmeterschießen gegen Larnaca durch. Damit haben sich beide für die Champions League qualifiziert. In der Champions League haben wir jetzt Schalke in einer Gruppe mit Lazio Rom, AEK Athen und Tavria Simferopol. Leverkusen trifft auf Sporting Braga, Alkmaar und Valencia. Ich gehe jetzt auch mal die anderen Gruppen durch. Gruppe 2 spielen Liverpool gegen Lille, Groningen und Bilbao. Bayern ist in einer Gruppe mit Inter Mailand, Dynamo Moskau und Galatasaray Istanbul. Gruppe 5 spielen FC Everton gegen Juventus Turin, FC Porto und SV Mattersburg. Gruppe 6 Sunderland, AFC, SSC Neapel, der Titelverteidiger Benfica Lissabon und Schachtja Donetsk. Gruppe 7 FC Chelsea, Paris Saint-Germain, Olympiakos Piräus und EN Paralimni. Gruppe 8, oh, Hoffenheim spielt Champions League. Hoffenheim gegen FC Toulouse, FK Rostov und KSC Lokeren. Die Bundesliga dürfte jetzt mal bald anfangen, aber erst natürlich noch der glamouröse Ligapokal. Schalke schlägt Bayern, Leverkusen schlägt Düsseldorf. Schalke spielt gegen Düsseldorf im Finale. Euroleague-Quali ist hier keine deutsche Mannschaft dabei. Entschuldigt, dass ich die Transfers jetzt hier in den letzten Wochen nicht mehr vorgelesen habe, aber ihr dürftet ja die Umstände kennen. Fange ich gleich vielleicht mal wieder mit an. Außerdem ist es gerade auch eine ungeheure Masse an Transfers. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, ich hätte es vielleicht doch vorlesen sollen, um selbst den Überblick zu behalten, was so abgeht, aber naja. Schalke, jetzt haben sie mal einen Titel, jetzt gewinnen sie weiter. Schalke gewinnt 3-0 gegen Leverkusen, holt den Ligapokal. Und damit beginnt der Ligabetrieb. Ich mache jetzt mal Pause hier, weil ich mal sehen will, wer hier aufgestiegen ist. Das konnte ich ja auch überhaupt nicht sehen. Ich sehe nur, dass Werder hier gerade 1-5 schon wieder verliert. Ja, wie gesagt, das habt ihr davon. St. Pauli ist aufgestiegen. Oh, wer ist hier noch neu? Energie Cottbus ist aufgestiegen. Und Hannover 96 ist aufgestiegen. Abgestiegen waren Kaiserslautern, Wolfsburg und Erzgebirge Aue. Die Auf- und Aufsteiger der dritten Liga kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil ich gar nicht so ganz weiß, welche Mannschaften in der letzten Saison in der zweiten Liga gespielt haben. Ich kann es nur vermuten. Ich schaue mal hier in die Tabelle der dritten Liga Nord. Ich glaube, ja, Hallescher FC ist auf jeden Fall abgestiegen. Und sonst weiß ich es nicht. Ich glaub, Wuppertal war auch in der zweiten Liga, oder? Sind jetzt auch abgestiegen. Und hier bei den südlichen Teams, Trier ist, glaube ich, abgestiegen. Von denen hatte ich auch noch ein Angebot bekommen.
Und ich glaube, der Chemnitz? Nee, ich glaube Chemnitz nicht. Keine Ahnung, irgendwer anders ist wahrscheinlich auch noch abgestiegen. Wer in der zweiten Liga neu ist, das vermute ich jetzt auch mal. Ich schau mal rein. Ich weiß nicht, Sandhausen sind die neu in der Liga. Koblenz ist, glaube ich, neu. Erfurt ist, glaube ich, neu. Und ich glaube, Braunschweig, die sind halt wieder zurückgekommen. Oh, der Ligabetrieb ist gestartet und jetzt dürfen doch mal die Angebote ins Haus flattern bald. Wenn die ersten Trainer die den pinken Slip bekommen mit der Entlassung. Dominik Heinz wechselt von Hamburg nach Leverkusen. Carlos Santos de Jesus wechselt von Ingolstadt nach Hannover. Patrick Ochs wechselt von Augsburg nach Wolfsburg. Die scheinen ja immer noch Geld auf der hohen Kante zu haben. Und das hat Werder ja auch. Das ärgert mich jetzt, dass ich das Geld nicht genutzt habe, um die Mannschaft wirklich zu verstärken. Das hätte mir wahrscheinlich den Job gesichert. Oh, naja. Vergangene Tage sind jetzt gelaufen. Marcel Schäfer wechselt vom Hamburger SV nach Union Berlin. Wir verbleiben in der Rolle des Beobachters. Champions League beginnt. Schalke gewinnt 3-1 gegen Simferopol. Leverkusen verliert 2-1 gegen Valencia. Bayern München schlägt Galatasaray mit 2-0. Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen Lokeren. Der Euroleague haben wir keine Bundesliga-Mannschaft. Die Meldefrist für den Europapokal ist abgelaufen. Bla 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 bla. Ich habe ja gar keinen Job. Bremen verliert schon wieder. 3-2. Vielleicht holen sie mich ja zurück. Jetzt habe ich die Transfers schon wieder weggeklickt. Tut mir leid. Die Ungeduld, die Ungeduld. Pokal. Das ist ja interessant. Ich sehe ja gerade, Bayern München fliegt in der ersten Runde raus. Haben natürlich auch ein schweres Los, was ja in der Realität nicht so möglich wäre, dass in der ersten Runde bereits zwei Erstligateams aufeinandertreffen. Das war ja der Fall. Cottbus schmeißt Bayern 7 zu 6 im Elfmeterschießen raus. Frankfurt verliert ein anderes Erstligaduell gegen Hannover mit 3-1. Dann schauen wir uns hier mal noch nach Überraschungen um. Erst- und Zweitligist, Erstliga gegen Zweite Liga, die Duelle werden ausnahmslos von den Erstligisten gewonnen. Erste Liga gegen Dritte Liga wird auch alles von den von den Erstligisten gewonnen. Der Titelverteidiger Düsseldorf hat sich gegen den Karlsruher SC durchgesetzt und ist in der zweiten Runde. Bei den Amateuren, ja, die verlieren alle die Amateure, wobei Eintracht Nordhorn sich hier sehr wacker geschlagen hat gegen Schalke und nur 1-0 verloren hat. Zweite Liga gegen Zweite Liga, das ist ja auch interessant. Kaiserslautern schlägt Braunschweig mit 1-0, 1860 München schlägt Bochum mit 3-1 und im Elfmeterschießen gab es zwei Entscheidungen. Dynamo Dresden schlägt Erfurt mit 6-5 im Elfmeterschießen und Paderborn verliert gegen Wolfsburg mit 2-4 im Elfmeterschießen. Zweite Liga gegen Dritte Liga. Da gab es eine Überraschung. Der Drittligist Wuppertal hat den Zweitligisten Koblenz mit 4-0 geschlagen. Die Amateure haben alle verloren gegen die Zweitligisten. Drittliga-Duelle. Trier schlägt Fortuna Köln und Werder 2 verliert gegen Stuttgart 2. Die Amateure verlieren auch alle gegen die Drittligisten. Schauen wir uns mal die Auslosung an, ob es hier ein paar Highlights gibt. Vier Erstliga-Duelle. HSV gegen Stuttgart, also Hamburger SV gegen Stuttgart, Greuther Fürth gegen Hertha BSC Berlin, Freiburg gegen Cottbus, Fortuna Düsseldorf gegen Hannover. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie Werder gespielt hat. Sind die noch dabei? Ja, sind noch dabei. Spielen jetzt gegen Stuttgart 2, die übrigens Werder 2 eliminiert haben. Also schon wieder treffen die auf eine Werder-Mannschaft. Was sind denn hier noch interessante Duelle? Titelverteidiger. Wo spielt denn der Titelverteidiger? Habe ich ja schon gesagt. Düsseldorf gegen Hannover. Bayern ist weg. Das Spitzenspiel in der ARD oder ZDF wäre vermutlich entweder Düsseldorf gegen Hannover oder Hamburg gegen Stuttgart. Geht es hier weiter? Werder Bremen gewinnt ein Spiel. Ersten 3 Punkte. Transfers. Barnetta wechselt von Nürnberg nach Stuttgart. Philipp wechselt von St. Pauli zur Hertha. Brosinski wechselt von Union nach Greuther Fürth. Barreto wechselt von Stuttgart zum FC Thun. Drexler wechselt von Erfurt nach Nordsjælland oder so ähnlich. Ja. Bleiben denn die Angebote? Jetzt setze ich mich bei Sport 1 und kommentiere an der Seite von Peter Neururer die Stammtischrunden. Schalke gewinnt 2 zu 3 gegen Athen. Leverkusen gewinnt 4-1 gegen Alkmaar.
Bayern spielt 0-0 gegen Moskau, Dynamo Moskau. Hoffenheim gewinnt 2-3 gegen Rostov. In der Euroleague spielt der FC Augsburg gegen Udinese Calcio. Greuther Fürth gegen FC Arsenal. AC Mailand gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, durchaus schwere Lose dabei für die Bundesliga-Vertreter. Werder gewinnt schon wieder ein Spiel. 3-2 gegen St. Pauli. Es ärgert mich, dass ich hier nicht diese Tabellen bekomme nach Ende des Spieltags, dass ich mir das auch mal in Ruhe angucken kann. Ilicevic wechselt von Schalke nach Valencia. Tobias Levels von Düsseldorf nach Nürnberg. Trapp von Hannover nach Hoffenheim. Und Oscholek vom Hamburger SV nach Aue. Kam er da nicht erst her? He's coming home. Ich habe ja gesagt, ich wollte euch in diesem Part hier möglichst einen neuen Arbeitgeber präsentieren. Deswegen mache ich den Part hier auch. Ich weiß nicht, mache ich den Part hier so lange, bis ich einen neuen Job habe? Das kann ja vielleicht dauern. Ich habe gerade gesehen, Werder gewinnt schon wieder. Gibt's wohl doch Aufwind. Manon Busch wechselt von Werder Bremen zum VfB Stuttgart. Tja, den habe ich entdeckt. Den habe ich entdeckt. Alexander Krück wechselt von Paderborn nach Düsseldorf. Jetzt haben wir September, jetzt möchte ich aber gleich mal einen neuen Arbeitgeber endlich haben. Es dürfte ja bald mal die Phase kommen, wo die ersten Trainer rausfliegen. Schalke schlägt Lazio Rom mit 3-0, Leverkusen gegen Braga 1-1, Bayern schlägt Inter Mailand mit 2-0, Hoffenheim schlägt Toulouse mit 1-0, Augsburg verliert gegen Udinese mit 2-1, Greuther führt gegen FC Arsenal 3-3 und Düsseldorf verliert gegen AC Mailand 3-0. Also es kann ja sein, dass die ersten die drei deutschen Vertreter in der Euroleague gleich schon alle weg sind. Bremen verliert gegen Cottbus. Gefährdet sind ja Roland Ben Schneider in Elversberg und Falco Götz in Braunschweig. Transfers. Calvente Criado wechselt von Düsseldorf nach Lyon. Tölke von Köln nach Frankfurt zur Eintracht. Gogia von St. Pauli zum Hamburger SV. Das ist ein brisanter Wechsel. Nächster Spieltag hier. Werder verliert. Transfers. Florian Jungwirt wechselt von Gladbach nach Düsseldorf. Es geht weiter international. Ich finde, Sport 1 sollte bei mir mal echt als Kommentator hier anklopfen. Dann habe ich einen Job, dann brauche ich nicht mehr Trainer werden. Das müsste es mal geben, den Kommentator-Simulator. Es gibt doch alle möglichen Scheiß-Simulationen hier. Ja, das ist auch mal was. Wie auch immer es technisch umsetzbar sei. Es sollte hier zumindest so die Option geben, nur noch als TV-Experte zu arbeiten und jede Woche irgendwelche komischen Interviews mich da durchzuklicken und meinen Senf abzugeben. Naja, nein, Quatsch. Ich möchte natürlich lieber als Trainer arbeiten und das möglichst schnell. Deswegen macht mir jetzt mal endlich Angebote hier. Schalke spielt 1-1 gegen Simferopol. Leverkusen spielt 1-1 gegen Valencia. Bayern gewinnt 2-1 gegen Galatasaray. Hoffenheim gewinnt 4-2 gegen Lokeren. Augsburg verliert gegen Calcio 2-1, ist weg. Greuther Fürth verliert 2-0 gegen Arsenal, ist weg. Düsseldorf gewinnt 3-4 gegen Mailand, ist aber trotzdem weg. Alle deutschen Euroleague-Teams sind weg. Naja, da hat sich Werder Bremen ja besser präsentiert. Wir spielen jetzt 1-1 gegen Stuttgart hier. Ich kriege keine Angebote. Peter Pekarik wechselt von Aue nach zum Hamburger SV. Aigner wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Brügge. Vielleicht kriege ich echt erst in der Winterpause hier einen neuen Job. Bremen gegen Schalke. Das Spiel, was bei mir die Ära beendet hat, 0-0. Entlassen wurde Roland Ben Schneider vom SV Elversberg. Und nicht mal die machen mir ein Angebot. Cipria Marica wechselt von Schalke nach Cottbus. Champions League. Vielleicht steigt ja eine deutsche Mannschaft in die Euroleague ab, aber es sieht ja relativ gut aus. Schalke gewinnt 2-0 gegen Athen, ist damit schon sicher weiter als Gruppensieger. Leverkusen gewinnt 4-2 gegen Alkmaar, ist noch nicht sicher weiter, aber mindestens Dritter. Bayern gewinnt 2-0 gegen Moskau, ist damit sicher weiter. Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen Rostov, ist damit auch sicher weiter. Also wenn Werder mir jetzt ein Angebot machen würde, ich würde sofort unterschreiben.
Jörn Großkopf wurde als Trainer von Pauli 2 entlassen, aber das ist jetzt auch, ich würde ja gern zumindest zum Zweitligisten. Hertha BSC macht mir ein Angebot. Die sind auch noch in der, im Pokal dabei in der zweiten Runde. Das ist jetzt natürlich was, wo ich mich mal mit unterhalten könnte. Was haben die denn für einen winzigen Kader? Wie soll ich denn damit arbeiten? Die haben aber immerhin Diego bekommen. Die haben nur zwei Stürmer hier. Wie viele Leute haben die denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Spieler. Ja gut, ein paar Jugendspieler hochziehen und man kann damit arbeiten. Es ist zumindest schon mal ein Angebot, an das ich nachdenken könnte. Nehme ich es jetzt oder spekuliere ich darauf, nächste Woche noch bessere Optionen zu bekommen? Und nachher ist nächste Woche das gute Angebot weg und ich stehe daher. Oh. Wir haben ja schon Qualität im Kader, das muss man schon sagen. Aber auch wenn der Kader, auch, ja, der Kader ist schon echt winzig klein. Nur zwei Innenverteidiger ist schon ein bisschen lächerlich. Ich warte erstmal noch. Max Grün wechselt von Nürnberg zu Dynamo Moskau. Das war jetzt zumindest schon mal ein gutes Angebot. Pokal, zweite Runde. Gucken, ob ja, Hertha ist da ausgeschieden. Vielleicht hätte ich sie ja in die nächste Runde geführt. Das ist für mich auch immer ein wichtiger Aspekt, ob eine Mannschaft noch im Pokal dabei ist. Ich habe Hertha gerade zwar trotzdem abgesagt, aber es ist für mich immer ein sehr reizvoller Wettbewerb. Die Erstliga-Duelle. Hamburg verliert gegen Stuttgart 2-3. Greuther Fürth schlägt Hertha 2-1. Freiburg schlägt Cottbus 2-1. Und Düsseldorf, der Titelverteidiger, bleibt im Rennen, schlägt Hannover in der Verlängerung 1-0. Erste Liga gegen zweite Liga. Ich gucke nur mal, ob es Überraschungen gab. Hier hat sich der Zweitligist durchgesetzt. Kaiserslautern schlägt St. Pauli mit 5-4. Und das nicht in der Verlängerung, auch nicht im Elfmeterschießen, sondern 9 Tore gab es in der regulären Spielzeit. Schalke ist auch noch im Rennen. Ansonsten haben alle Zweitligisten verloren. Duell dritte Liga gegen erste Liga. Ganz überraschend, beide Drittligisten gewinnen. Werder Bremen scheitert aus gegen Stuttgart 2. Ja, ich kann es nur sagen. Nur nochmal wiederholen, das habt ihr davon. Obwohl sie mit mir ja auch nicht viel besser dabei waren im Pokal. Rostock schlägt Hoffenheim mit 1-0. Das Zweitliga-Duell entscheidet Dresden für sich gegen Sandhausen. Die Drittligisten fliegen gegen die Zweitligisten raus und das Duell der Drittligisten entscheidet Jahn Regensburg für sich. Jetzt die Auslosung. Ab der nächsten Runde gucke ich mir die Auslosung mal komplett an. So, zwei Erstliga-Duelle. Düsseldorf gegen Augsburg, Schalke gegen Nürnberg. Erste Liga gegen zweite Liga. Dortmund gegen Köln, Stuttgart gegen Lautern, Freiburg gegen Dresden. Erste Liga gegen Regionalliga. Regensburg gegen Leverkusen und Stuttgart 2 gegen Greuther Fürth. Und zweite Liga gegen dritte Liga. Hansa Rostock gegen Gladbach. Sind ja schon etliche Erstligisten rausgeflogen. Jetzt hier Bremen gegen HSV, 2 zu 2. Hertha macht mir nochmal ein Angebot. Stehen auf Platz 15, sind im Pokal raus. Nö, ich warte trotzdem nochmal ab. Maxim wechselt von Hannover zu Toulouse. Schaka wechselt von Offenbach nach Ingolstadt. Letzte Runde, letzter Spieltag in der Champions League. Schalke spielt 0-0 gegen Rom, ist Erster und weiter. Ansonsten Lazio Rom ist weiter. AEK Athen geht in die Euroleague und Simferopol geht ja, nach Hause. Hier in der zweiten Gruppe Lille und Bilbao sind weiter. Liverpool steigt in die Euroleague ab und Groningen fliegt raus. Leverkusen verliert 1-0 gegen Braga, ist aber trotzdem weiter. Wie auch Braga. Valencia geht in die Euroleague. Alkmaar ist draußen. Bayern spielt 0-0 gegen Inter Mailand, ist als Gruppensieger weiter. Zusammen mit Inter Mailand. Galatasaray geht in die Euroleague. Dynamo Moskau ist weg. Juventus Turin und Everton sind hier weiter. Porto geht in die Euroleague. Mattersburg ist ausgeschieden. Neapel, der Titelverteidiger, und Donetsk sind weiter. Lissabon geht in die Euroleague. Sunderland ist raus. Piräus und Paris sind weiter. Chelsea geht in die Europa League. Paralimni ist draußen. Hoffenheim verliert 2 zu 1 gegen Toulouse, ist trotzdem als Gruppensieger weiter. Wie auch Toulouse. Rostov steigt ab in die Euroleague und Lokeren ist draußen. Jetzt haben wir hier Bayern München. Ich kann ja alle vier Gruppen vorlesen. Gruppe 1, Lazio Rom, SSC Neapel, Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Sehr komische Gruppe. Drei italienische Teams. Wäre sowas in echt möglich gewesen? Ich weiß es nicht. Gruppe 2, Juventus Turin, Schachtar Donetsk, Olympiakos Piräus und Bayern München. Gruppe 3, FC Everton, OSC Lille, Sporting Braga und FC Toulouse. Gruppe 4, zwei deutsche Teams in einer Gruppe, drei deutsche Teams in einer Gruppe. Wieder so eine unausgewogene Gruppe. FC Schalke, Athletic Bilbao, Bayer Leverkusen oder TSG Hoffenheim. In der Euroleague. Na, schau ich mal.
später, in der nächsten Runde, wie es da weitergeht. Ich möchte jetzt da nicht jedes Los vorlesen. Entlassen wurden Dieter Nüssing von Nürnberg 2 und Hüb Stevens von 1860 München. Was hat der denn da gemacht? Gefährdete Trainer Bruno Labbadia, Jos Lokai, Uwe Wolf und so weiter und so fort. Stuttgart macht mir ein Angebot und nach wie vor die Hertha. Ich muss ja sagen, die bemühen sich hartnäckig um mich. Stuttgart ist letzter, ist aber noch im DFB-Pokal dabei. Hertha ist 15. Hertha bietet auch ein bisschen mehr Geld, glaube ich. Ich bleib weiter stur. Jetzt habe ich schon dreimal abgesagt, ob die Hertha mich nochmal fragt. Ich weiß es nicht. Sven Schiplock geht von Hoffenheim nach Werder Bremen. Naja, Geld haben sie ja, dank mir. Ich im Stile von Willy Lemke gewirtschaftet habe. Ich sag mal, zwei Spieltage warte ich noch ab diesen und den nächsten. Und ich kann euch aber nicht garantieren, dass ich dann einen neuen Job habe. Aber den Part beende ich dann. Vielleicht habe ich dann im nächsten Part erst einen neuen Job. Vielleicht finde ich auch überhaupt keinen neuen Job. Ich sehe gerade, Lothar Matthäus ist ja Trainer von Bayern München. Das ist ja lustig. Er ist aber auch gefährdet. Ja, Hertha macht mir kein Angebot mehr. Rot-Weiß Erfurt dafür. Ist aus der zweiten Liga. Jetzt gar nicht geguckt. Hertha hat wahrscheinlich schon einen neuen Trainer. Tobias Feisthammel wechselt von Hannover zu Eintracht Frankfurt. So, einen Spieltag gucke ich mir jetzt noch an und die Angebote und dann beende ich den Part und mache danach aber direkt weiter und schaue, ob ich dann zügig einen neuen Job finde. Bayern gegen Turin, 1:3 für Bayern. Schalke gegen Hoffenheim, 1:1. Bilbao gegen Leverkusen, 2:1. Bruno Labbadia wurde entlassen. Stuttgart ist an mir dran, aber ich möchte da nicht hin, diesen 18. und nee, ich gucke mir zumindest mal den Kader an, wen haben die denn so? Ja, auch nur, das haben die für komische Kader, die haben nur einen einzigen Stürmer, das, nee, das gucke ich mir gar nicht erst an, kein Bock drauf. Tschüss. So, Transfers noch kurz, Volland wechselt von Hoffenheim nach Barcelona, Celozzi von Eintracht Frankfurt nach Paderborn, Erwin Hoffer von Lauter nach Hoffenheim, Aydin von Eintracht Frankfurt nach Twente Enschede. Und wir gucken mal im nächsten Part weiter, was das Arbeitsamt uns anbietet. Ciao.